So Leute, hi zusammen. Dann, nachdem wir die erste Runde des Sturmangriffes haben, genau, Sturmangriff Krieges hatten, haben wir jetzt Sturmangriff, 5-Sterne-Turnier, alle Farben erlaubt, alles auf schnell gesetzt. Und Entschuldigung, ich schenke mir gerade noch was zu trinken ein. Jetzt, so, jetzt sind wir da. Genau, dann lass uns mal reingucken. Ich nehme an, wir sind noch nicht angegriffen worden. Jawohl, ich habe heute schön frei. Wir waren gestern super, super lange Geburtstag von Alejandro, also von meinem Kind, seinen Freund feiern. Das war echt cool, war ein bisschen grillen und so. Leider war das Wetter nicht so geil wie heute, aber es ging, ne? Lass uns reingehen und mal schauen, was wir dazu gelost kriegen. Kagan, Kostüm. Vorgestellt beim Soul Exchange. Mega Held im Rush. Wir haben einen Kadilin-Tank, also wir müssen die Boni-Entfernung, wenn es geht, mitnehmen. Und ansonsten würde ich fast so rein. Ich habe keinen Heiler dabei. Ich habe keinen Heiler dabei. Würde Glenda hier tauschen gegen Snow. Und ihr die Ninja-Truppe mit dem höheren Angriff geben, keine Ahnung, bringt ehrlich gesagt ja nichts. Zack, oder nicht viel halt, ja, vielleicht machen, ich glaube nicht, dass die Mottenler keinen dann mehr Schaden machen, die machen ja eh nicht viel. Okay. Dann lasst uns mal schauen, wie die Woche läuft. Das wird sehr interessant. Wird vor allem interessant zu sehen, auf was für Teams wir dann treffen. Ob das wieder so krank wird wie beim letzten Mal. Ich würde tatsächlich den Gelben so rumspielen. Es geht in Lila über und dann kommt Grün hinterher. Und schon kriegen wir eine mit von Glenda. Jawohl, das ist noch in Ordnung. Kadilin löst aus im nächsten Zug. Schau mal, lass mal unsere Lakaien an den Start kriegen. Und holen uns mal Pengi runter. Alle ausgewichen. Klar, ich habe die Boni runtergeholt, aber halt von Kadilin. Kagan kommt, das tut weh. Oh, Glenda, aber zum Glück Glenda hinterher. Ich hätte Glenda vielleicht sogar in die Mitte gepackt bei der Aufstellung. Lass uns den Diamanten machen. Yikes. Gerade noch. Also, Domitia hätte jetzt nicht auslösen dürfen. Die hätte mir einen rausgeballert. Kriegen wir Pengi? Wir kriegen Pengi. Sehr schön. Das reicht für sie. Nett, nett, nett. Na, jetzt haben wir's. Uiuiui, da geht das Board hoch, ey. Darfst du noch mal heilen, kommst du nicht dazu, hast Frostschaden drauf. Sehr schön. Erster Angriff ist gelaufen. Ich muss mich wieder ein bisschen zügeln mit dem Schnellspielen. Ach genau, übrigens, meine Def besteht hier aus den gleichen Helden, wie am Wochenende meine Kriegsdef war. Ich weiß gar nicht, wie da die Quote war, also wie die standgehalten hat, aber es ist einfach so, dass ich nicht viel Besseres habe. Ich habe die Mutter heute erst getauscht, also ist da nicht viel drin. Okay, Zagrok hier gebreakt. Der Zagrok. Also ich würde fast
Hirn noch mit Zhuge-Liang reingehen. Brauche ich die Boni-Entfernung? Okay, wenn sie auslöst, dann dodgen die alle. Hanitra ist echt blöd. Und wir haben Heimdall da auf der Seite. Aber Pengi ist halt sau stark. Also ich will Pengi eigentlich nicht draußen lassen. Wenn Zhuge-Liang ausgelöst hat und erstens sind dann überall die Fiends drauf. Ui, was ist jetzt los? Erstens sind dann überall die Fiends drauf und zweitens halt die Minions für Pengi. Was mache ich? Ich mache das. Okay, sowas nicht geplant, aber es ist ganz okay. Dann mache ich das. Und dann habe ich im nächsten Zug meine Minions und die Fiends oben. Allerdings wird Sakrok auslösen. Nee, noch nicht. Das ist sehr schön. Das reicht nicht. Ah, doch. Jetzt bräuchte ich Heilung, weil der Hase kommt das zweite Mal. Hey, bitte nicht sterben. Nicht. Oh, yikes. Und danach kommt hier Meister Lampe. Und ich habe keine Minions mehr. Ah, scheiße. Aber egal, die Fiends. Die machen hier ihren Job. Wir schauen einfach. Ja, ich muss das machen eigentlich. Heimdall stellt da hin. Er stellt nicht hin. Heimdall im Kostüm wird interessant. Und ich versuche es jetzt einfach. Ein paar von den Fischen werden treffen. Zwei Züge noch. Ich heile mal und spiele in Lepus rein, weil der tut mir am wenigsten weh. Heimdall kann wieder hinstellen. Er macht halt den Schaden. Ich habe aber. Okay, er kommt nicht mehr dazu. Genau, der Gegenschlag von Zhuge-Liang sitzt halt auch drauf, ne? Was immer ganz okay ist. Wir spielen das so, ich will nicht in ihn reinspielen. Und jetzt ist auch das Ausweichen runter. Und wir können hier völlig durchdrehen mit Bengi. Also ich muss schon sagen, na, da haben sie echt gute Helden in den Seelentausch. Ey. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie das überhaupt machen. Dass das stattfinden wird, so wie es vorhergesagt war. So wie es. Ja, das war klar. Tritt der Gelbe rein. Ureus hat keine Wappen. Das ist egal. Xnolli rein und. Sie rein. Nebeneinander ist gerade egal. Ist ein mieses Team. Und Carlo da steinhautmäßig Wiederbeleber, mein lieber Frosch, ey. Okay, habe ich die Zeit? Denn ja, habe ich. Nee, habe ich nicht. Ist verloren. Scheiße. Jetzt kommt Carlo hinten ums Eck.
Und das reicht nicht, oder? Doch, es hat gereicht. Aber ja, also es wird schwer. Weil er jetzt halt voll die Kamera... Nein, stimmt ja. Vergessen. Mieser Scheiß. Vergessen, der macht ja das Special aller Toten. Nicht rein, nein, nein. Oh Mann, Alter. Nein, das ist verloren. Jetzt kommt die Mutter ums Eck. Und stellt Alfrike wieder hin. Blöde Sau, Alter. Hat gereicht. Ja, und er hat Steinhaut. Fuck. Scheiße. Ja, beschützt natürlich hier. Oh Mann, ey. Das ist so sinnlos. Das ist so sinnfrei. Jetzt kriegen wir Fett aufs Maul. Achtung, der dreht völlig am Rad, der Junge. Ah ne, er platzt weg. Alle tot, hey. Das hätte richtig, richtig dreckig einen gegeben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das gewinnen kann. Ihn werden wir aber öfters treffen wahrscheinlich, ja. Und Alfrike ist hier Hauptsponsor. Na, ich muss eigentlich, muss ich dann sie rausnehmen. Weil ich brauche den Boni-Entferner halt, ne, das ist das Ding. Und Ureus musste ich die Wappen klauen. Ich brauche Su Liang unbedingt im Rush. Jetzt mit der Mutter sieht es natürlich anders aus, aber das ist halt dann auch ein böses Team. Wir machen das so. Ja, ich hätte Rot vielleicht mitnehmen sollen, um die Steine wegzuspielen. Aber wenn die Mutter auslöst, ist sowieso alles egal. Wir versuchen mal, ob da Geld kommt. Kommt nicht. Oh, ich will eigentlich nicht reinspielen. Ja, komm, scheiß drauf, ey. Das reicht natürlich nicht, das ist klar, ne? Hier haben wir Gelb. Das reicht natürlich auch nicht. Und let's fets. Ist das scheiße? Ist das scheiße? Ich gucke, ob hier Gelb hochkommt. Kommt nicht. Super. Okay, diesmal haben wir es vercheckt, ne? Wow. Ja, okay, die löst eh aus, dann hole ich mir meine Gelben danach. Geiles Team. Geiles Team. Und... Ja.
dann mach fertig, Alfrike. Mach fertig, mach fertig. Boah, Axnolli, hey, eisern steht er da. Okay. Fock will nicht sterben. Fock will nicht sterben. Na komm, was ist jetzt hier? Fock ist so eisern. Das hält er nicht aus. Alter, der ist eisenhart, der Junge, oder? Ja, jetzt ist doch dann aber auch gut. Dann mach. Ja, ja, endlich. Okay. Achtung, Alfrike. Nee. Doch. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße. Meine Fresse, Alter. Grün, 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 aber wir brauchen. Xno ist halt eine Waffe, weil er den Mana-Boost gibt, ne? Wir versuchen so. Ah, ist das scheiße, ey. Jetzt hab ich. Ah, jetzt hab ich Fock raus, ich Idiotenkind. Aber wir haben eh keine Steine von dem her. Ist gerade egal, ich mach das. Dann das. Okay, das hat gereicht, aber das ist noch lange nichts gewonnen. Okay, Garnett ist jetzt nicht so gefährlich, weil sie meistens auf Stufe 1 dann schon auslöst oder so. Nein, nein, nein. Ah. Und Krampus kommt. Okay, das macht nichts. Wenigstens den Gegenangriff hoch. Das reicht nicht mal. Ist das abgefuckt oder ist das abgefuckt? Ich hätte Rot mitnehmen sollen, ey. Krampus ist doch gut. Lass mich noch vorher wenigstens die Fiends drauf machen. Und dann machen wir das. Oh, das sieht schön. Das hätte laufen können. Okay. Sie hat hier mein Suliang in Ruhe gelassen, das ist schon mal was. Und machen wir das. Psch, 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 psch. Nein, 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 Mann. So, dann schauen wir, dass wir unseren June anstatt kriegen. Und müssen, das ist schlau gestellt, weil du musst dich um Krampus kümmern. Du kommst ja nirgends hin sonst, also wirklich nirgends. Halt die Frage. Hm.
Okay, dann ist das gut gegangen. Dann ist das gut gegangen, weil sie da außen stand, wird sie in der Mitte stehen. Das verstehe ich auch nicht. Wenn man eine Alfrike hat, lässt man die dann nicht tanken beim Rush? Lässt man doch dann tanken. Okay, das war's, Leute. Meine 5 Angriffe, Top 5%. Schauen wir nochmal schnell rein. Hier haben wir eins verloren. Level 75 kann man mal verlieren, ja. Ach krass, was hat denn der? Mit Level 75? Da bin ja ich weiter mit den Truppen. Wergens der Macht. Der Schmeffo. Der Fedder. Okay, Grüße gehen raus. Wergens der Macht. Wer kann Titan angreifen? Na, das kann man doch immer. Okay. Und hier, die haben wir gewonnen. Okay, nice. Also mit Level 75 hat man halt bessere Truppen. Aber ja, das muss ja jeder, kann ja spielen, wie er will. Haut rein, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Euer Eska.